This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. Würdest du deinem Kind ein Messer im Bauch stechen? Total doofe Frage, total überflüssig. Natürlich. Kann wahrscheinlich jeder klar mit einem Nein beantworten, hoffe ich doch zumindest. Und doch möchte ich mal da näher drauf eingehen. Und zwar auf das Bewusstsein, das damit einhergeht. Warum würdest du das nicht machen, mit deinem Kind ein Messer in den Bauch stechen? Weil du eine Verbindung zu deinem Kind hast, weil du diese Verbindung spürst. So, und deswegen stichst du nicht einfach dein Kind ab. Weil deine Verbindung da ist, weil dein Mitgefühl da ist. So. Darum soll es heute gehen. Und zwar sind Regeln, Gesetze völlig überflüssig, wenn das Bewusstsein sich wieder entwickelt. Es erübrigt sich, dass man seinen Eltern erklären muss, oder dass man Eltern erklären muss, dass man kein Messer in den Bauch von einem Kind sticht. Weil das Bewusstsein jederzeit da ist. Diese Eltern spüren jederzeit das Bewusstsein. So. Aber genau das, mit diesem Messer in den Bauch stechen, das machen wir als Gesellschaft, kollektiv, mit unseren Kindern. Wir zerstören den Planeten, auf dem wir leben. Wir haben Maßstäbe uns gesetzt im Äußeren und Dinge so abstrahiert, dass wir die Zusammenhänge und die Verbindung zwischen uns und den nächsten Generationen nicht mehr sehen können. Das heißt, wir sägen wirklich den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und dann sind wir noch super stolz drauf, dass wir so erfolgreich sind und so super toll sägen. Wenn wir erfolgreich sind mit dem, was wir heutzutage machen, wenn wir wirtschaftlich wachsen, immer mehr wachsen, finanziell immer mehr verkaufen, immer mehr produzieren, wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen und sind noch stolz darauf und beweihräuchern uns dabei noch selber, weil uns das Bewusstsein, die Verbindung zu den späteren Generationen völlig abhanden gekommen ist. Weil uns das Bewusstsein zur Umwelt, zur Natur völlig abhanden gekommen ist. Wenn dir bewusst ist, dass ein Baum, der da draußen steht, deine Lunge ist, deine Lunge, die hängt da draußen, jedes Blatt ist ein Lungenbläschen, nur da draußen, es ist eine wechselseitige Abhängigkeit. Setz dich an einen Baum. Sieh den Baum wieder als deine Lunge. Du atmest CO2 aus. Der Baum atmet CO2 ein und gibt Sauerstoff raus. Du bist jederzeit mit diesem Baum verbunden und kannst nicht existieren ohne diesen Baum. So. Wenn wir wieder dieses Bewusstsein entwickeln, jederzeit diese Verbundenheit zu spüren, jederzeit das Bewusstsein zu haben, dass wir nicht ohne diesen Baum existieren können. Wir sind jederzeit mit der Luft, mit allem verbunden. Halt dir mal die Nase zu. Halt dir die Nase zu. Und den Mund. Dann schau mal, wie lange du es auf dieser Welt aushältst. Geh in den Raum und schließ dich ein. Es geht wieder darum, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass wir wissen, dass wir nicht ohne einen Baum existieren können, dass wir nicht ohne Sonnenlicht existieren können, dass alles im Einklang existiert. Wenn wir dieses Bewusstsein wieder entwickeln, dann fällen wir nicht einfach unnötig ganze Wälder, dann zerstören wir nicht einen Planeten, auf dem wir leben. All das ist uns nur möglich, weil wir unser Sein so abstrahiert haben und uns nur als kleines Selbst sehen
ohne die Verbindung zu all den anderen Dingen zu haben. Klar, wir bekommen sowas nicht in der Schule gelernt, bekommen sowas nicht beigebracht. Das ist auch das Problem in der Schule. Der Verstand ist wie ein Messer. Der Verstand zersetzt, zerlegt alles. Der Verstand ist ein super Werkzeug, um Dinge zu analysieren. Genauso wie ein Messer ein super Werkzeug in deiner Küche sein kann. Und ein stumpfes Messer ist nicht sinnvoll. Dein Verstand soll scharf sein, dein Messer soll scharf sein. So. Aber dein Verstand ist eben wie ein Messer, der zerlegt alles, der zersetzt alles. Und mit dem Verstand kann man ein Bewusstsein nicht entwickeln. Mit dem Verstand kann man Dinge analysieren und vieles bewerkstelligen. Man kann tolle Technologien entwickeln, man kann tolle Sachen verstehen. Aber man kann mit dem Verstand keine Verbundenheit herstellen. Ein Verstand analysiert, zerschneidet wie ein Messer. Sprich, du kannst mit einem Messer schlecht was zusammennähen. Du kannst mit einem Messer schlechtes Gefühl von Verbundenheit herstellen. Und das ist das, was in der Schule heutzutage passiert. Wir versuchen alles zu analysieren. Wir versuchen alles verstandesmäßig zu zersetzen. Wir gehen nicht mehr zum Beispiel in den Wald raus mit den Kindern, setzen uns einfach mal unter den Baum. Machen dieses Gedankenspiel, dass wir das Bewusstsein entwickeln, einzuatmen, uns bewusst zu machen, ich atme aus und der Baum atmet ein, was ich ausatme. Und ich atme ein, was der Baum ausatmet. Wenn einem das wieder bewusst wird und es wird einem bewusst durch die Erfahrung oder dass man sich dann mal in einen stickigen Raum setzt, und es bewusst wahrnimmt. Die Bewusstheit ist dabei immer der springende Punkt. Nicht der Verstand, nicht es zu analysieren. Geht mal in den Raum, nehmt den Sauerstoff oder haltet euch die Nase zu. Sowas sollte man wieder Schülern beibringen, dass sich wieder das Bewusstsein entwickelt, die Verbindung. Und sowas sollte man täglich sich bewusst machen, dass diese Bewusstheit auch im Alltag präsent bleibt. Und sobald eine Bewusstheit entwickelt wurde und immer da ist, dann erübrigen sich Regeln wie fäll den Baum nicht. Jeder hat im Bewusstsein, wenn dieser Baum gefällt wird, dann kann ich schlechter atmen, dann ist die Luft hier schlechter. Und jeder wird darauf achten, so wenig Bäume wie möglich zu fällen. Genauso wie es sich erübrigt, dass man kein Messer in den Bauch seines Kindes sticht. So doof und banal, wie das klingen mag. So erübrigt sich dann auch die Frage, dass man einen Baum fällt. So erübrigt sich die Frage, dass man den Planeten zerstört, dass man Regenwälder abholzt, dass man Fleisch isst, dass man Tiere tötet und so weiter. Wenn man diese Verbundenheit wieder spürt in allem, dann erübrigen sich Regeln, Gesetze, Normen. Dann erübrigen sich irgendwann auch solche Regeln wie keine Gewalt anzuwenden, weil das jeder wieder spürt, dass jeder verbunden ist. Und dann braucht man dazu auch keine Gesetze mehr. Dann ist einfach das Bewusstsein da. Und es ist eben auch die einzige Möglichkeit, einen Wandel in der Welt zu schaffen. Über jedes individuelle Individuum. Das ist auch das, was der Dalai Lama gesagt hat. Ein Wandel in der Welt mag vielleicht schwierig sein. Ein innerer Wandel auch. Aber der innere Wandel ist die einzige Möglichkeit, um die Welt zu verändern. Im Äußeren ist die Welt nicht veränderbar.
Die Welt wird sich im Äußeren verändern, wenn wir uns als Individuen alle einzeln verändern und ein Bewusstsein entwickeln. Und das möchte ich euch hier mit dem Video und einfach mit den anderen Videos, die ich auch mache, mitgeben. Ansonsten macht's gut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es mal in euer Bewusstsein sacken. Macht sowas vielleicht mal jeden Tag, dass ihr euch hinsetzt, euch bewusst werdet über solche banalen Dinge. Einfach mal reinfühlt, rausgeht in die Natur, euch ein bisschen bewegt. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.